Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Shin steht hier am Eingang des Hauses des Winters. Sie hat sich zusammen mit Eileen tatsächlich hier durch Bell geklopft und weiß mittlerweile auch, was Sache ist. Und zwar gehören beide zu so einer Art Geheimorden, weiß ich gar nicht, die schon seit Jahrtausenden von Jahren einen Drachen, nämlich Tyr noch, in irgendeinem dunklen, tiefen Kerker weit, weit unter der Erde gefangen halten. Und Tyr noch hat es aber irgendwie geschafft, sich zu befreien. Und dieser Orden ist dafür verantwortlich, dass erstens mal die Kenntnis über die Existenz von Tyr noch nicht in die Welt hinausgeht und jetzt eben zu versuchen, hier Tyr noch aufzuhalten. Beim ersten Versuch ist Shin gestorben. Da war sie eben auch, tja, noch vom Schicksal abhängig. Und erst mit dem Loslösen von dem Schicksal konnte es ihr gelingen, tatsächlich hierher zu kommen. Und wir haben dann so zum Schluss noch ein bisschen versucht, mit Ali zu flirten. Das ging in die Hose. Wir hatten bloß eine 46-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und naja, die Dame ist eine harte Nuss. Also, Flirtversuch ging in die Hose. Ich will nicht hoffen, dass das uns jetzt irgendwie zum Nachteil gereicht, weil Aileen sollte dafür sorgen, nach unserer Wiedergeburt, dass wir nichts über Tyr noch berichten. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso nichts darüber mehr wussten, aber tja, sie wusste nicht, ob wir berichten oder nicht, und ihre Aufgabe ist, das Gewissen geheim zu halten, und jetzt weiß ich nicht, ob sie uns am Ende vielleicht doch noch ans Leder gehen wird. Wir gucken doch mal kurz den Zustand unserer Waffen an. Wir haben kaum noch Reparatursets. Mal gucken. Okay, die Frage ist, können wir von hier aus kurz irgendwo zurück und uns reparieren lassen? Mal gucken. Haus des Winters, Haus der Rache, Haus des Winters. Ich würde gerne nochmal genau nach Melsenchier reisen, um meine, ja, vielleicht nochmal ein paar Reparatursets zu kaufen. Hast du welche, Freund? Ich habe jede Menge Ja, Ware ich bei mir. brauche bloß Reparatursets. Ich hoffe, die hast du. Komm, meisterhafte Schadensabwehr nehmen wir auch mal mit. Den Stahlvorhang auch. Wir kaufen jetzt noch ein bisschen ein. So, und hast du Reparatursets? Yes, wunderbar. Sehr schön, das muss schon sein, Leute. Und dann machen wir mal unsere, warte mal, Plunderverkauf. Haben wir nichts im Plunder? Verkaufen. Jede Menge Münzen habt. Ja, Kommt dann, bald wieder. genau, da gehen wir mal gucken, was wir im Plunder legen können. Das machen wir jetzt schon. Und verkaufen das ganze Zeug, damit wir möglichst die Chucks, die lassen wir. Ah, die verkaufen wir auch, komm. Ah, so, genau. Alles weg. Damit wir wirklich mit allem, was wir tun können, in unseren Kampf gehen. Und vor allen Dingen auch ein bisschen leer. Nicht allzu viel Zeug dabei haben, Helm des Zorns. Ich weiß, dass das besser ist, aber ich kann es eh nicht tragen. Weil dazu bräuchte ich Macht. Warte mal, die behalten wir noch. Weil meine Vermutung ist, aber ich weiß es gar nicht, meine Vermutung ist, dass wir jetzt unseren Endkampf haben werden. Ich hau das jetzt alles weg, so. Beinpanzer, komm, alles weg, alles weg. Gamaschen, ach komm, was soll's. Beinschienen der Vergeltung. Stiefel des Tsunami. Klingt auch nicht schlecht, finde ich. Ja, wir. So machen wir das, genau. Und jetzt verkaufen wir unseren Plunder. Ihr sucht Ausrüstung? Ja. Oh, sämtlichen Plunder verkaufen. Ihr Lyndall dran, kommt Ja, bald wieder. tschüss. So, und dann werden wir noch mal ganz kurz unsere Ausrüstung vom Schmied verbessern lassen und dann geht's zurück zum Haus der Rache. Da werden wir Gutflow entgegentreten. Ich weiß gar nicht, Aline wartet hoffentlich auf uns. Und ich hoffe auch sehr, dass sie uns jetzt nicht irgendwie ans Leder will. Wie steht es um den Stahl? Soll ich ihn bitte. Alles reparieren. Jawohl, genau, so. Gutachten? Zeigt es ihm. Depol, jetzt, ihr Lieben, jetzt gilt's. Gutflow entgegentreten. Aber wahrscheinlich müssen wir uns erstmal noch ein bisschen durch das Haus der Rache kämpfen.
Diese Häuser sind ja alle relativ groß. Kann ich denn von hier aus eigentlich auch reisen? Ja, kann ich auch. Also dann, Hof des Winters. Yes. Nicht Haus der Rache, sondern Hof des Winters, genau. So, da sind wir wieder. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Aber das hatten wir doch schon. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Okay, also das muss wohl offensichtlich durch das Reisen passiert sein. Jetzt fragen wir es einfach nochmal kurz ab, tut mir leid. Unsere Aufgabe war es, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Mhm. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gadflo sie fand, wart ihr diejenige, die sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Ja, ne? Also das durch das Reisen triggert das offensichtlich nochmal. Ich meine, normalerweise geht man ja an dem Punkt vom Spiel auch nicht nochmal irgendwo anders hin, aber egal. Sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gadflo zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tier noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Okay. Jeder, der die Wahrheit über Tier noch kennt, wird tot und Tier noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tier noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. So, okay, also das hat das letzte Mal schon nicht geklappt. Ich werde einfach nur sagen, diesmal werde ich nicht verlieren, genau. Natürlich nicht, weil ich es nicht zulassen werde. Lasst uns gehen. Geht yes. Voraus. Genau. Ich so. Bin direkt hinter euch. Jetzt aber. Jetzt, ihr Lieben. Jetzt gilt's. Jetzt rein ins Haus des Winters oder in den Hof des Winters. Gut. Ihr begreift es nicht, oder? Die Macht dir. Wer bist du? Zurück in dein Grab. Gadflo, wo bist du? Schenke mir deine Macht. Okay, wo sind sie? Wo ist Gadflo? Ich weiß gar nicht, welches jetzt der richtige ist. Sind das alles Gadflos? Keine Ahnung. Wir hauen einfach mal rein. Wo ist denn... Genau, komm. Oder sind die anderen? Was sind die? Wir gehen einfach auf Gadflo. Oder ist es egal, welchen ich angreife? Oh, scheinbar nicht. Doch. Oh, oh, oh. Okay. Tup. So. Oh, wir hauen mal alles rein, was wir haben. Oh, oh, da heißt es aufpassen. Jetzt pass mal auf. Da darf man nicht lange laufen, ich sehe es deutlich. Upsala. Gut, dass wir die Schadensverstärkung haben. Ah, komm, lauf einfach. Komm, komm, greif an. Wo ist er denn? Komm her, wir hauen dich einfach. Oh, jetzt sind sie wieder zu dritt. Das ist die Frage, welches ist der richtige? Wow! Ich habe keine Ahnung, welches der richtige ist. Ich weiß es wirklich nicht. Da dahinter zu kommen, jetzt haben wir, glaube ich, den richtigen. Irritierende Kämpfe. Hier noch. Schenke mir deine Macht. Ach, hau ab. Hier noch keine Chance gegen uns, mein guter Gadflo. Und die Schicksalsenergie lassen wir lieber mal. Wer weiß, ob wir noch gegen Tier noch antreten müssen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir sofort mit das Gadflo ist zu tun Ende. Haben. Wo bin ich und wo ist Gadflo? Da drüben. Ja, komm. Ja,
So können wir ausweichen. Das ist gar nicht schlecht. Upp! Jetzt habe ich auch keine Schadensverstärkung mehr. Komm her, Gatflo, wo bist du? Also gut, dann trinken wir halt wieder einen. Und die Lebensregeneration. Und nochmal eine Schadensabwehr. Und nochmal eine Schadensverstärkung. Komm her. Wo bist du, Gatflo? Komm schon, auf jetzt. Das werden wir dich aber gleich kriegen, oder? Komm schon, auf geht's. Komm, auf. Komm, gleich haben wir dich, Freund. Komm, 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 komm. Wo ist er? Eine Illusion? Wenn Gatflo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. Ja. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Tja, müssen wir da schon näher an Tier noch heran? Natürlich! Der Krieg ist noch nicht vorbei. Welchen Pakt Gatflo auch mit Tier noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Mhm. Und wenn das geschieht, wird die Welt nicht von ihrem Zorn verschont bleiben. Im Herzen Alabastras liegt die einstige Dunkelfeienstadt Bael. Und dort, unter dem Hof des Winterkönigs, befindet sich die Höhle von Amithyn. Sie ist ein Ort von gewaltiger Macht. Sie ist der Ort, an dem Tier noch eingesperrt ist und an dem ihr gestorben seid. Mhm. Da sind wir aber auch schon ganz schön weit gekommen. Wir waren zwei der Auserwählten, die Tier noch vor der Welt verborgen halten sollten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Auch hart. Aber als Gatflo sie fand, wart ihr diejenige, die sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen. Und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Gut, also es gibt jetzt nicht allzu viel Neues. Das ist nur so, der Gatflo war gar nicht da, das war eine Illusion, das hatte sie ja gesagt. Also muss der noch irgendwo anders sein. Also müssen wir jetzt zu Tier noch? Sie ist tief in Amithyn eingesperrt. Aber Gatflos Krieg hat ihre Fesseln geschwächt. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wenn sie freikommt, ist unsere Welt verloren. Also dann. Gehen wir. Gut, dann gucken wir erstmal, was es jetzt hier so an Kisten gibt. Gell, da waren nämlich welche. Oder sind welche. Wir haben ja wieder ein leeres Inventar. Da können wir ja einpacken. Königliche Beinpanzer. Da drüben sind nochmal irgendwo welche. Und da vorne rennt unsere Aileen hin. Aber erst nehmen wir hier diese Kisten mit. Spitzels Kapuze. Ah. So, wir nehmen einfach alles mit. So, gucken das später an. Da geht's lang. Tier noch wird tief in Amithyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Okay, jetzt kommen wahrscheinlich wieder Feinde, oder? Oder versucht Tier noch uns jetzt hier aufzuhalten? Ich kann spüren, dass ihr wieder hier seid. Ah, Tier noch. So voller Leben. So voller Schicksal. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich kann Tier nochs Blick auf uns spüren. Oh Mann. Oh, oh, oh. Tier noch. Lass mal kurz die Gebietskarte angucken. Tier nochs Befreiung aufhalten, ja. Nur darum geht's, diesen Drachen zu befreien. Ihr habt eure Macht gut genutzt. Schicksalssplitter. Die Zeit ist gekommen. Was ist denn das jetzt? Schicksalssplitter, okay. Was mache ich mit dir? Egal, wir schlagen es einfach mal. Sie hat einfach nur einen Teil der Schicksale herausgerissen, die ihr gestohlen habt, und sie gegen euch gewendet. Okay. Es ist womöglich nicht ganz unrichtig, sie als einen Gott zu sehen. Also gut. Kiste. Ja gut, dann nehmen wir halt den Dietrich. Ich bin ja ein bisschen faul geworden, was das Öffnen von Kisten angeht. Kriegen wir jetzt noch haufenweise Zeugs, oder wie? Naja, haufenweise auch nicht. So viel steht hier jetzt nicht rum. So, von dort sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Und dann müssen wir uns Tier noch stellen. Wow. Warte mal, sind wir dann
vorbeigerannt hier. Da geht's rein, oder? Ja, genau. Die Kiste nehmen wir jetzt schon mit. Kraftstrotzender Hammer. Hier scheint es aber keine Feinde zu geben, oder? Hm, ich sehe nicht einen angezeichnet. Ich war hier schon eingesperrt, noch bevor eure Art aus dem Dunkeln getreten ist. Doch nun steht meine Freiheit kurz bevor. Das werden wir zu verhindern wissen. Was ist diese Schicksalssplitter hier? Die Zeit ist gekommen. Was seid ihr denn? Keine Ahnung. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gadflot hier noch befreit. Ja, ich lauf doch schon. Ich lauf doch schon. Was haben wir hier? Stab, Stab. Erhalten Stab, also gut. Naja, warum auch nicht? Wow, überall diese Prismäre. Okay. Da scheint es auch noch Zeugs zu geben. Langbogen, Faustschild, Dolche. So, lass mich mal die Dolche angucken. Das ist was Besonderes. Nö. Irgendwie ist das nichts Besonderes, habe ich so den Eindruck. Aber kann man die Dinger eigentlich kaputt schlagen hier? Und vielleicht die Tier noch schwächen? Nee, kann man nicht machen. Okay. Also dann. Wetzen wir einfach mal weiter. Gadflots Gebete haben dieses Gefängnis geschwächt. Aber er ist nicht derjenige, der mich befreien will. Sondern wer? Das sind Splitter von mir selber. Muss ich das verstehen? Na, ist egal. Wir packen mal das Zeug hier ein. Hört nicht hin! Ihr seid die Einzige, die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Ja, aber ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung jetzt, dass ich sie befreien werde. Was haben wir hier? Noch einen Hammer? Ich nehme das alles mal mit. Hm. Gibt es denn da auch Chakrams? Oder Chakren? Also ich weiß immer noch nicht, was die Mehrzahl von diesen Dingern ist. Na, ist egal. Okay. Also diese Schicksalssplitter, die scheinen wir selbst aus uns rauszureißen. Wahrscheinlich, um durch diese... Ja, durch diese Barriere durchzukommen. Als ihr zum ersten Mal hier wart, war der Tod euer einziges Schicksal. Doch ich hatte eine bessere Verwendung für euch. Und ihr wart so gierig darauf, eure Rolle zu spielen. Das heißt, du hast mich losgeschickt, damit ich dich... Oh, damit ich dich befreie? Ist das... Sind wir deshalb zurückgekommen? Hast du uns deshalb zurückgeschickt? Jetzt kapiere ich das... Deswegen sind wir auch im falschen Dings gelandet, im falschen Schrein oder im falschen, ja, Quell. Ihr habt euch hierfür entschieden? Was meint sie damit? Ja, das frage ich mich jetzt mal auch. Hm. Komm her. Sind wir faul? Das frage ich mich auch. Wir nehmen mal das ganze Zeug hier mit. Das sind ja, oh Gottes Willen, was sind denn das für Waffen? Das ist ja unanständig, das Zeug. Da ist auch noch was. Oder? Wie viel habe ich denn jetzt von den Dingern? Aber kein Schack. Bislang. Ich glaube, dass die uns zurückgeschickt hat, damit wir sie befreien. Und haben wir uns dann aber so verändert, dass das nicht mehr hinhaut? Ich weiß nicht, warum ich jetzt diese ganzen Sachen hier aufsammle. Hm. Also irgendwie... Ich habe euch die Freiheit geschenkt und nun seid ihr zurückgekehrt, um mir die meine zu gewähren. Nee, ganz sicher nicht, Mädchen. Glaub das nicht, Aileen. Bitte glaub's nicht, es ist nicht wahr. Ich will nicht, dass die ganze Welt zugrunde geht, nur weil Tyr noch da irgendwie schräge Ideen nur hat. Nur ihr besitzt die Macht, Tyr noch wieder in Amethyn einzusperren. Ich muss das Geheimnis ihrer Existenz von der Welt fernhalten. Sobald hier noch in ihr Gefängnis zurückgedrängt wurde, müssen diese Höhlen versiegelt werden. Okay. Das lässt nur noch eine Frage offen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr Tier nochs Existenz geheim halten werdet? Naja, natürlich. Ausgezeichnet. Nach allem, was ihr getan habt, wäre es wirklich zu schade, wenn ihr ein zweites Mal sterben müsstet. Okay. Falls ihr entkommt, werde ich euch beobachten. Und seid euch einer Sache bewusst.
Ich werde jeden, der die Wahrheit darüber erfährt, was hier geschehen ist, persönlich zum Schweigen bringen. Geht nun. Verhindert, dass Tyr noch vollständig in diese Welt kommt. Aber vergesst nicht, meine Klingen werden stets auf euren Nacken gerichtet sein. Ja genau, könnt ihr mir nicht irgendwie helfen? Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, Tyr noch aufzuhalten. Deshalb seid ihr die Einzige, die überhaupt eine Chance hat. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass ihr sie auch ergreift. Okay, ja. Splitter des Schicksals, genau, was war denn das jetzt? Tiernochs Macht ist gewaltig. Sie hat einfach nur einen Splitter dessen herausgerissen, was ihr hättet sein können, und ihn gegen euch gewendet. Okay. Als sie euch getötet hat, muss euch diese gewaltige Macht aus dem gesamten Gewebe des Schicksals gerissen haben. Okay, dann lebt wohl, Eileen. Gehen wir. Tja, also ich habe den Eindruck, dass sie uns nicht verraten, nicht umbringen wird, sondern, ja, sie wird uns einfach nur beobachten, und sollten wir irgendwas verraten, so wie wir überleben, dann wird sie uns. Hallo, ich will da jetzt rein. Thronsaal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. So, ich nehme mal meinen guten alten Leroy mit. Ich weiß zwar nicht, ob der mir viel helfen kann, aber schaden kann er auch nicht. Was überall diese roten Prismäre, mein Gott, oder Kristalle. Gut, also jetzt geht's wohl gegen Gadflo und gegen Tyr noch. Weil das kommt, oben. Schicksalsweberin, bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst und besiegelt das Schicksal eurer Welt. Ich kann dich nicht leiden. Komm jetzt wieder Schicksalssplitter? Nee. Okay, wir laufen einfach weiter. Da scheint es rechts und links nichts mehr zu geben. Ich glaube, es geht nur noch ein Weg. Nämlich es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Okay, kann ich das selber tun? Wow. Oh, weia. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Ah, Gadflo. Werdet Zeugen von Tyrnochs Geburt. Oh. Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht. Also dann? Kein Zurück mehr, Uha. Mich fröstelt's, Leute. Irgendwie fröstelt's mich. Ehrlich. Oh. Ah, ja. Aha. Da ist er. Gadflo. Willkommen zurück, Sterbliche. So weit waren wir also schon mal. Wie fühlt man sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt? Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tyrnochs. Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Oh Mann. Tyrnoch wo? Tyrnoch die Mächtige. Tyrnoch die Barmherzige. Valafela Tyrnoch. Valacera Tyrnoch. Der ist ja völlig irre. Oh Gott, der ist ja wirklich völlig irre, der Typ. Tyrnoch, wo bist du? Oh Gott, ich schwitz. Oh oh. Oh mein Gott, das Vieh ist ja riesig. Ach du Scheiße. Och du, ist das Vieh riesig. Tyrnoch? Habe ich es gut gemacht, Herrin? Seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Aber ich kann euch noch weiter von Nutzen. Nee, komm. Jetzt hat die den einfach. Und nun, Schicksalslose, wird euch eures ereilen. Oh oh. Endkampf, Leute. Was macht die denn mit mir?
Ah, Schicksal zieht mir mein... Oh, Scheiben, das heißt, ich kann hier gar nicht jetzt... Komm her, Tier noch. Das ist schon wieder so ein bisschen befremdlicher Kampf. Okay. Was passiert denn jetzt? Die haut uns, die reißt uns hier die Schicksalsdinger raus. Ah, Schicksalssplitter. Okay, nur erstmal gegen dich ankommen, habe ich so den Eindruck. Komm her. Wieso bin ich denn jetzt verlangsamt? Komm her, Tier noch. Kann ich dir irgendwie Schaden machen? Vielleicht mit dem Schicksalsenergie? Nee, ich habe keine. Boah, die kann... Die macht... Ich mache kaum Schaden. Warte mal. Mal auf. Schadensverstärkung und Schadensabwehr. Kann ich dann... Mache ich dann Schaden? Wo muss ich das Vieh treffen? Gute Frage, ey. Jetzt kommen gleich wieder diese Splitter, oder? Ja, genau, da sind sie. So, komm mal her. Jetzt mache ich mal hier... Kann ich dich jetzt treffen? Ja, genau. Komm her. Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Wo sind wir jetzt hingehüpft? Hey, Hilfe! Das ist wieder ein befremdlicher Kampf. Also gut, dann gehen wir erstmal wieder unsere Energie auffüllen, unsere Schicksalsenergie, weil das mache ich über die Splitter, oder? Weil ich glaube, dass ich... Wow, wow, wow. Tier noch nur erwische, wenn ich... Komm her. Wenn ich Schicksals... Wenn ich es mit Schicksalsenergie mache... Oh, oh. Oh, oh. Komm her. Oh, verflixt haben aber auch. Die sind ja ganz schön heftig. Komm her. Füll mich auf. Und kann ich jetzt hier noch angreifen? Das ist mal so die Frage. Komm her. Komm her. Wo ist sie denn? Verflixt. Komm her. Ah, verflixt haben aber auch. Jetzt gibt es wieder Splitter. Okay, aber dann ist meine Energie gleich voll. Dann kann ich Tier noch wieder angreifen. Also, wenn es denn so stimmt. Ich glaube, dass ich nochmal Schadensabwehr brauche. Und Regeneration. Dann nehmen wir halt noch einen meisterhaften Mana-Trank. Schon wieder so ein tendenziell, finde ich, befremdlicher Kampf. So, ist doch irgendwo so ein Splitter. Ich hoffe, dass das stimmt, was ich mir jetzt hier ausdenke. Dass ich so Tier noch schaden kann. Ja, so kann ich ihr tatsächlich schaden. Okay, komm. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Ah, verflixt. Okay, also ich brauche meine Splitter. Weil ohne die... Ah. Komm her. Okay, komm, 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 Schicksalssplitter. Ja, einen Hammer. Leroy, hilf mir. Guter Leroy. So, komm, wo ist noch einer? Oder habe ich jetzt eine? Oh, 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 oh. Verflixt haben aber auch. Da ist hier noch. Jetzt können wir uns wieder die Schicksalsenergie. Komm her. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Mädchen, so machen wir dir Schaden. Genau. Hau einfach drauf. Los, los. Schön, mach weiter. Mach weiter. Befremdlicher Kampf. Ich finde wirklich ein befremdlicher Kampf, Leute. So, F drücken, F drücken, F drücken, F drücken, F drücken. Unmöglich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Oh, Gottes Willen. Ach du, lass halten. Wir haben's. Wie hätten wir wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde? Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt.
Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich die eure, Alun Shear. Wow. Das, ihr Lieben, war Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich persönlich bin der Ansicht, dieses Spiel hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, auch wenn es am Schluss Kampfeslängen hatte, aber ich habe es unfassbar gerne gespielt. Ich finde es besser als Skyrim, sage ich euch ganz ehrlich, weil hier unterm Strich doch wesentlich mehr Geschichte drin steckt, und aus dem Grund, ich habe wirklich Spaß gehabt, es zu spielen. Was ich nicht mehr machen werde, ist den zweiten DLC zu spielen, weil den habe ich mir angeguckt bei Nigoya, und ja, das fand ich jetzt nicht so unbedingt herausfordernd. Ich denke, wir belassen es dabei. Das heißt, das war die letzte Folge von Kingdoms of Amalur, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, und ja, wollen wir mal sehen, was als nächstes kommt. Jetzt wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende, je nachdem, und bis demnächst. Ciao! Thank you.
Thank you.